Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster, dem Karrieremodus, liebe Freunde. Wir haben in der letzten Folge hier eine Forschung gestartet, die replizierte Luftakrobatik. Und heute wollen wir natürlich revealen, was sich dahinter verbirgt. Und zwar Sky Ace, Nervenkitzel-Fahrgeschäft. Okay. Und ich hatte ja gesagt, dass ich hier was hinbauen möchte, dann werden wir das nämlich auch machen. So, guck mal. Sky Ace sieht mir nach einer Gelddruckmaschine aus. Wenn nämlich. Oh, das ist aber ein großes Gerät, ey. Manometer. Das geht hier gar nicht hin. Weil es hier mit diesem komischen Scheinwerfer kollidiert. Ja, hier will ich es auch nicht hinbauen. Das sieht ja blöd aus. Aber wo bauen wir es hin? Wir müssen ja hier auch noch irgendwie weitergehen. Ja, machen wir. Hier machen wir das hin. So. Und dann werden wir hier jetzt allererstes mal irgendwelche Wände brauche ich. Nehme ich Sternenhimmel? Nehme ich richtige Wände? I don't know. Es gibt halt keine Sci-Fi-Wände, ne, irgendwie. Es gibt halt nur hier so komische Sachen. Glasfasermaterial, Glaswand, Glasfaserpanel. Hey, das war klein. Das gibt so Terminals. Getäfelte Wand. Ich will, dass man hier auf jeden Fall eine Abgrenzung von diesem Feuerwerk hat. Na. Ja. Boah, wieso kann... Was macht dieses Ding? Alter, was ist denn hier los? So, jetzt. Nein. Manchmal ist die Steuerung echt ein bisschen strange. So, das müsste... Ja, machen wir den hier noch. Ach. So. Und jetzt kommen hier solche Sachen ran, einfach. Das wird krass. Weiß es nicht, was ich hier mache, Leute. Ist doch egal. Es wird halt irgendein riesen Raumschiffstation. Keine Ahnung. Ist doch vollkommen egal. Feuerwerk! So. Was haben wir noch? Hier. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Krasses Ding wird das. So, wenn sich Leute denken, was zur Hölle will uns der Erbauer damit sagen? Man weiß es nicht. Es ist einfach ein Riesending. So. Ein Riesending. Und da sollen natürlich auch so ein paar Sachen hin. So. So, Kanone, die kommt dahin. Also Sci-Fi kann ich, also da könnt ihr mir ja sagen, was ihr wollt, ne? Aber Sci-Fi habe ich einfach drauf.
Wie man hier so richtig krasses Sci-Fi-Ambiente schafft, das weiß ich einfach. Da kann man mir nichts vormachen einfach. Das ist grandios. Hier kommen noch so ein paar Ärmchen dran, die einfach in die Luft greifen. Wichtig. Braucht jedes gute... Oh, hier kommt eine Picknicküberdachung hin, aber ohne Picknick, sondern mit einer Station drunter. So, und dann kommt hier ein Sternenhimmel kommt hier hin. Das ist das Fenster. Na, hier auch noch. Fenster. So. Ey, das ist doch die optische... Das ist doch ein optisches... Alter, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie genial das einfach ist. Wir müssen aber gerade mal schnell in die Parkverwaltung und Forschung starten. Sonst gehen wir ja... Sonst gehen uns die Ideen aus. So. Alles klar, hier haben wir einen neuen Fressstand. Missy Good, was auch immer das ist, keine Ahnung. So, wir platzieren hier erstmal den Eingang und den Ausgang. Eingang mit Weg. Wir nehmen jetzt diesen hier. Das soll auch da drum. So. Ein richtiges Space-Fahrgeschäft. Und auch hier möchte ich natürlich wieder, dass die Leute anstehen, als gäbe es keinen Nein. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Einen krummen Weg. So, als gäbe es keinen Morgen. Dann brauchen wir einen normalen Weg. Einmal hier und dann hier so rüber. Warum? So, ach, jetzt hat er wieder... So. Und dann müssen wir hier lang. Was hast du jetzt für ein Scheißproblem, ey? So, wunderbar. Alles klar, da können die Leute hier auch jetzt mal langsam aber sicher antanzen. Ups, sorry. Grün, es kostet 10. Gucken wir mal, ob die 10 bezahlen. Ich meine, für das Ambiente hier. Hallo? Hallo? Wie krass ist dieses Teil? Es ist der absolute Krasshaftigkeit. Das bleibt einfach, da bleibt kein Auge trocken. Das muss man ganz klar sagen. So, wie sieht's denn überhaupt aus mit der Parkverwaltung? Gucken wir uns mal die Finanzen an. Was haben wir da gemacht? Im April 2 haben wir 6.800 gemacht mit Fahrgeschäfteneinnahmen. Das ist ja schon mal was. Darauf können wir aufbauen. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, dass wir den Park einfach noch voller kriegen, dass die Warteschlangen auch wirklich gesichert voll sind. So voll sieht er nämlich gar nicht aus. Obwohl hier 1.100 Leute drin sind, ist die Auslastung doch noch in Ordnung. Also, warum nicht? Wir haben Geld, also machen wir mal hier eine schöne Marketingkampagne. Zack, zack. Mehr kann ich nicht. Wir machen nicht automatisch erneuern. So, und dann geht's los. Jetzt kommen die Leute hier rein. Wir haben eine Parkbewertung von 1.000 erreicht. What the fuck? Die war doch gerade noch auf 800 noch was. Ja, sehr gut. Das war durch die Marketingkampagne, ne? Da gibt's so einen Bonus. Alter, perfekt. Sehr, sehr gut. Da braucht man natürlich jetzt nur noch Einnahmen. Einnahmen, Einnahmen, Einnahmen. Und zwar nicht zu knapp, denn 10.000 ist schon mal eine Hausnummer. Ah, ich glaube, das hier ist zu teuer. Oder nicht? Es drehen auf jeden Fall alle wieder um, irgendwie, die hier hingehen. Ne, ein paar gehen rein. Ich muss abwarten. Ich muss abwarten. Was wir machen müssen ist, hier müssen Leute hin. Und Leute locken wir natürlich mit Läden und Servicegebäuden. Und dafür sollten wir natürlich hier nochmal so ein abgestürztes Teil hinbauen. Damit wir hier nochmal ein paar Shops an den Start kriegen. So, perfekt. Was haben wir jetzt hier? Wir haben Gulpi Energy und Hotdog. Scheißegal, was hier ist. Ah, ein Hotdog. Haben wir halt zwei Hotdog-Stände hier. Warte mal, da brauchen wir aber jetzt hier mal gerade noch ein paar Bänke. Und dann könnte ich ja eigentlich... Na, viel Platz ist nicht, aber wir können es aber gerade versuchen.
Ich weiß es nicht. Wie geht denn das nochmal hier? Raster auswählen. Jetzt kann ich da keinen Weg hin machen. Ah, lassen wir es mal so. Und dann will ich jetzt eigentlich mal so ein paar Picknickbänke hinbauen. Boah, ist das schön. Ist das schön. So, auch noch hier. Das ist der Prime-Picknick-Tisch, der hat auch noch eine Überdachung. Aber was soll's, die haben alle eine, komm. Zack. 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 Wunderschönes Picknickareal hier einfach mal aus dem Boden gestampft. Da kann aber der Weg hier eigentlich wieder weg. So. Ist besser. Und da kommen die Leute langsam. Da kommen die Leute langsam hier und gehen drauf. Die gehen drauf. Das ist aber ein krasses Fahrgeschäft. Da will man einfach mitfahren. Überschlagen die sich? Die überschlagen sich ja sogar. Alter Schwede. Was geht mit diesem Fahrgeschäft ab? What the hell? Sehr gut. Alles klar. Wie sieht's aus? Forschung. 13 Tage. Da haben wir ein neues Fahrgeschäft. Sehr gut. Ja, der Park wird voller und voller. Hier, guckt euch die Warteschlangen an. Das will man sehen, Leute. Da geht einem das Herz auf. Da rollen die Rubine. Sagt man das so? Ich weiß es nicht, ist auch vollkommen egal. Aber die Knete, die stimmt. Die stimmt. So, wir können ja mal in die Parkverwaltung gucken, was die Gäste denn sagen. Durst immer noch. Verstehe ich nicht. Ich habe doch überall Getränke. Naja, ist egal. Durchschnittliche Bedürfnisse, Durst. 58%. Oder bedeutet, ich habe immer noch keine Ahnung, wie genau das zu bewerten ist. Aber es ist auch egal. Ich werde jetzt hier hinten, werde ich jetzt erstmal noch ein Scheißhaus bauen. Denn ich glaube, eventuell könnte es notwendig sein, dass die Leute da nochmal... Sci-Fi-Toiletten gibt sogar. Ach du Kacke. Was ist das denn für ein Riesending? Viel größer kann man Toiletten dann gar nicht bauen. Ich baue... Was? Soll ich jetzt so ein riesen Toilettenteil bauen? Ey, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Nee, komm. Was ist denn das? Ein Aussichtspunkt. Damit habe ich auch noch nie gearbeitet. Keine Ahnung. Ich glaube, da gehen die Leute hin, dass man so Wege, wo halt nichts ist, dass die auch begangen werden irgendwie. Das macht Sinn. So. Hier, Toilette. Sehr gute Toilette im Übrigen, weil die sieht einfach Sci-Fi-mäßig aus. Einfach so ein Block hier. So ein Toilettenblock. Ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Das muss einfach nicht verkleidet. Guck mal, die gehen als Gruppe einfach aufs Klo. Warum nicht? Kommen die auch als Gruppe wieder raus? Ja, ja, aber auf der falschen Seite. Habe ich die Toiletten hier immer falsch eingeschätzt? Gehen die da rein und da raus und ist gar nicht Männlein, Weiblein? Oh. Dann habe ich ja einen Fehler bei Funlibi gemacht. Verdammter Mist. Die gehen da rein und hier raus. Das ist nicht Männlein, Weiblein. Ha. Na, wieder was gelernt. Und nutzen schon die Leute... Warum nutzt ihr meine Picknicktische nicht? Sie sind wunderbar. Sag mal, ihr wollt Ärger, oder? Ich muss doch gerade hier gucken, dass ich hier nochmal irgendwie was... Licht... Es gibt kein Licht. Das sieht auch nicht... Hier gibt es keine Sci-Fi-Lichter, oder was? Mann. Das hier sieht nur am Sci-Fi-mäßigsten aus. Ein bisschen Licht, das muss immer sein. Denn Licht finden alle gut. Ach, guck mal, sie gucken das Feuerwerk wieder an. So. Und hier auch noch. Da 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 da.
Das ist so professional, was ich hier mache. Also wenn ihr mal wirklich euch was abgucken wollt, dann ist dieses Let's Play einfach ein Hort der Bildung. Ja, ist so. Es ist einfach so. Hier kann man lernen, wie man einen wunderschönen Park baut. Ah, guckt euch das an. Grandios. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal an. Haben wir ein neues Fahrgeschäft? Ah, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. 10% brauchen wir noch. Alter, guckt euch das Fahrgeschäft hier an. Guckt euch das Fahrgeschäft hier an. Das ist der absolute Knaller. Vor allem, wie gesagt, die Deko. Das kann man überhaupt nicht toppen. Das ist einfach 100% auch hier. Warteschlangen-Szenerie-Bewertung. Dabei ist bei der Warteschlange mal gar nichts. Aber vielleicht wird das hier alles mit zur Warteschlange. Ah, da. Die setzen sich auch an meinen Picknicktisch. Ah, wunderschön. Da will man sich doch dazusetzen und sagen, hier, Klaus Dieter, schöner Park, oder? Ja, hat recht. Ja, so sieht es nämlich aus. Da wollen wir hier überhaupt keinen... So, ich will mal hier gerade hier kommen. Alter, guckt euch diese Kulisse an. Als wäre man im Raumschiff. Man müsste nur das Design hiervon ändern können, dass das auch Raumschiffe sind und keine Propellermaschinen. Geil. Da bin ich dabei. Ganz ehrlich, da bin ich immer dabei. Und jetzt gucken wir uns mal an, ist die neue Forschung fertig? Jawohl. Was haben wir? Oh yeah, den High Energy. Geil, den High Energy, den finde ich gut. Wir haben jetzt überhaupt kein Geld mehr. Ist die Marketingkampagne langsam mal durch? Nein. Rechnen wir die mal ab jetzt. Reicht. Reicht. Wir müssen wieder Geld verdienen. Ich glaube, den kann ich hier sogar teurer machen. Zahlen die 12? I hope so. I hope so. Da passen aber auch gut Leute rein in das Teil, oder? In so ein Ding, in einen Propeller passen wie viele? 4? Ich glaube schon. 4. Wie viele Arme hat das? 8. Ja. Also, 4 mal 8 sind... Ja, können wir mal rechnen. 32 Leute hier. Das ist ganz gut. Gehen die denn auch alle voll? Weil manchmal fährt das Fahrgeschäft ja irgendwie los, ohne dass es voll ist. Aber es sieht so aus. Oh, Bügel auf und ab dafür. Raus mit euch. Neue Leute, braucht das Land. So, ja, den High Energy müssen wir leider noch ein bisschen für sparen. Machen wir schneller. Die Warteschlange hier ist fast zu kurz, ja, für diesen grandiosen Fahrgeschäftsspaß. Aber sie gehen da auch rein. Sie gehen da auch rein. Bisschen weniger zwar, aber sie gehen rein. Habe ich eigentlich Geldautomaten? Ich brauche Geldautomaten, ne? Sonst gehen die Leute. Wobei, jetzt gucken wir erstmal. Wir haben jetzt 2000. Was kostet High Energy? Kostet bestimmt 3000 oder so. 3400, ja. Aber das ist natürlich eine Gelddruckmaschine. Die wollen wir haben. Die kommt hier hin. Da wird sie stehen. Alles klar. Müssen wir noch ein bisschen warten. Gucken wir mal gerade nach Geldautomaten. Habe ich gar nicht. Gibt's nicht. Kann ich denn erforschen? Weil Geldautomaten wären nochmal nicht unwichtig, oder? Kann ich aber nicht. Tja. Aber Ballons, das wollen wir haben. So, ein paar Ballons. Das ist nicht schlecht. So, 3000. Was haben wir denn eigentlich? Oh, fast 8000 haben wir schon. Leute, es wächst. Es wächst und gedeiht. Und jetzt sollten wir das Geld haben für den neuen Spaß für die ganze Familie. Nein, eigentlich nicht für die Harten in der Familie. Denn das ist durchaus das härteste Fahrgeschäft in meinem Park. Das kann man so sagen. Wie place ich das? So am besten, ne? Das sollte vorne sein. So. Alles klar. Eingang kommt natürlich hier vorne hin direkt. Zack. Und der Ausgang. Den machen wir mal hier hin. So. Warteschlange. Ja, das wird ein neues, krasses Teil.
So, ich glaube, das reicht schon. Dann führen wir da einmal den normalen Weg entlang. Oh, hell. Hallo. So, dankeschön. Alles klar, das sieht schon mal gut aus. Dann machen wir das ganze Gerät mal auf. Das kostet natürlich hier auch ordentlich. 13 erstmal. Jetzt überlege ich, ob ich hier hinten nochmal mein allseits beliebtes Shop-System aufbaue. Ganz einfach, weil das zieht die Leute. Das zieht die Leute. So, das ist geil. So, dann müssen wir hier aber auch nochmal ein paar Bänke bauen. Sci-Fi, 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 Sci-Fi. Müllis. Mülli, 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 Mülli. Habe ich da hinten auch noch nicht gebaut. Fällt mir gerade mal auf. So. Läuft. Müssen nur die Leute kommen hier. Leute, ja, was wir auch müssen, ist die Folge beenden, denn es ist schon wieder zu Ende für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. So sieht der Park von oben aus. Ha, Fahrgeschäfte ohne Ende. Das ist ja fast schon eine Kirmes eigentlich. Und dreimal das geile Shop-System hier, was die Leute richtig krass finden. Wie sieht hier jetzt, warte mal, das muss ich aber noch gerade gucken, wie sieht hier die Warteschlange aus? 100%, das Shop-System haut einfach alles raus. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Vielleicht knacken wir beim nächsten Mal schon diese Nuss. Wir sind bei 8574, also 1500 mehr noch mit Fahrgeschäften und dann ist uns diese Goldmedaille sicher. Leute, ich sage tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Brilli.